Ey, Leute, das sieht so geil aus mit dem Shigi da, mit seinen Augen. Ich glaube, ich lasse es jetzt so. Die Server gehen endlich. Jetzt kann ich endlich Folge 3 aufnehmen. Intro, ab geht's. Come on! Ich grüße euch, Leute. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur dritten Folge United. Alter, eigentlich hätte das Video schon längst online sein müssen. Aber ja gut, irgendwie wollten die Server nicht mitmachen. Trotz allem, wir wollen das am 18.11. hochladen. Das heißt, es bleibt nicht viel Zeit für Palaver. Hier, der erste Pick ist Jordi Alba. Das war mein Pick. Und euer Pick war, Leute, ich danke euch vielmals. Ich danke euch. Also mit Kanté habt ihr mir echt ein Monster reingeholt, ne? Den werde ich jetzt leider Gottes als Stürmer spielen. Weil ich mich immer noch nicht entscheiden kann, okay, wer wird vorne offensiv noch der dritte Spieler werden? Eins kann ich euch schon sagen, alles was so in meinem Kopf ist, es wird bestimmt einen Spieler geben, der mit 7 oder 8 Chemie in die Gruppenphase starten wird. Je nachdem, wie viele Coins wir spielen werden. Aber Kanté Ultra, der ist jetzt günstiger, den habe ich ja schon etwas länger. Er hat schon 33 Tore. Ich spiele normalerweise linkes zentrales Mittelfeld und 86 Vorlagen. Das ist eigentlich nur alles dank meiner individuellen Taktik. Ich weiß nicht, also wie gesagt, ich habe mit der auch Elite 2 erreicht, 25-5, Druck nach Fehlern, alles, boom, einfach nach vorne, schneller Aufbau. Ich bin jetzt kurz vor Division 1, ich verstehe es nicht. Normalerweise, wenn man das optisch so ansieht, man kann doch niemals gewinnen damit, ne? Hier dann auch noch, ich zeige euch mal die Anweisungen. Abwehrüberlaufen vorne bleiben, Hazard vorne bleiben, Mitte abdecken, hinten bleiben, Mitte abdecken, nur übergreifen, kein hinten bleiben und ebenfalls nur übergreifen, das ist einfach zu krass. Community Pick werden wir nicht mehr erreichen, das weiß ich. Andere Leute haben einfach eine zu krasse Community. Großes Lob an alle. Danke auch an jeden Einzelnen, der einen Daumen nach oben gibt. Ihr könnt auch jetzt einen Daumen nach oben einfach nur als Support da lassen. Vielen, vielen Dank. Und ich habe aber ein anderes Anliegen. Also wenn wir den Community Pick schon nicht mehr erreichen, schaffen wir es zufällig, meinen Kommentarrekord zu brechen. Mein Kommentarrekord liegt bei 2984 oder so. So viele Kommentare habe ich mal auf ein einzelnes Video bekommen. Es sind nämlich unnormal freuen. Smasht einfach mal ein paar Kommentare rein. Am besten schreibt einfach, für welchen Spieler ihr euch entschieden habt, ja? Ich werde natürlich in den Kommentaren wie immer schreiben, Spieler 1, Spieler 2, Spieler 3, Spieler 4, Spieler 5. Aber haut einfach mal in die Kommentare rein, für welchen Spieler ihr euch entschieden habt. Vielleicht brechen wir wirklich meinen Kommentarrekord. Vielleicht schaffen wir über 3000 Kommentare. Einfach mal so eine Challenge. Jeder, der mitmacht, danke euch dafür. Ihr könnt mir auch einfach Feedback auf das Video und so weiter hinterlassen. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Aber brecht einfach mal diesen Kommentarrekord. Haut einfach über 3000 Kommentare raus. Danke euch. Und ich würde mal meinen, wir fassen nicht so lange. Guck mal an, Ronaldinho, der ist zu heftig drauf. 296 Spiele, 305 Tore, 164 Vorlagen. Und vorher habe ich schon bei Hazard geguckt. 260 Spiele. Den ist alles scheißegal. Er schießt so viele Tore, wie er auflegt. 152 und 152. Zu krass, ne? Ja, was wollen wir heute upgraden? Ich weiß nicht, vielleicht mal ein Innenverteidiger wegen Alba. Ich glaube, ein Innenverteidiger und vielleicht noch der dritte Offensivspieler. Aber wie gesagt, beim Offensivspieler, ich weiß gar nicht, wem ich reinhaue. Ihr könnt ja mal hier helfen in der Offensive. Also schreibt mal rein in den Kommentaren, wie soll ich da am besten aufstellen, ne? Am besten in der 4-3-3-Formation. Aber ja, machen wir mal weiter. Erstes Spiel, let's go. Ah, ich hab da noch was gesehen, meine Besten. Ich muss ja meinen Teamnamen ändern. Free win for you. Fatal, aber, geht das jetzt, geht das durch? Er nimmt mich, krass, ich bin gar nicht full Cam, er nimmt mich, okay, let's go. Ich glaube, das ist mein dritter Gegner, in meiner dritten Folge, der dritte Gegner, der irgendwie Fatal oder ähnlich heißt. Dürfte seine erste Folge sein? Abfahrt, Philipp, let's go, ziemlich interessantes Team, bin gespannt, ich gebe mir mein Bestes, Abfahrt. Sehr stark. Oh oh. Hat er echt gut gemacht. Und das ist der Konter, Leute. Das ist der Konter. Kanté. Ronaldinho! 1:0, 50.000 Coins. Aber ich muss echt sagen, extrem glücklich. Ich habe nur auf Dreieck, einfach nur nach vorne. Das hätte gut und gern auch das Gegentor für mich sein können. Aber 1:0, Kanté. Das Biest mit Ronaldinho im Doppelsturm. Let's go! Oh no, der nächste Neuzugang, nicht mit der Vorlage. Und
Nächste Chance. Nächste Chance. Ronaldinho, Mann. Komm. Jetzt. Alter, das gibt's nicht. Ronaldinho, ja, endlich Doppelpack Ronaldinho. 100k. Aber Leute, seitdem dieser Patch war, ich weiß nicht, ich habe irgendwie Schwierigkeiten, den richtigen Spot zu finden. Irgendwie bewegt sich alles komplett anders. Weiß nicht, wie euch das vorkommt, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber keine Ahnung, ich fühlte mich vorher echt viel wohler. Obwohl, ja, der Patch, der war eigentlich vonnöten. Trotz allem 2:0 Doppelpack. Wow, durch die Bayern, sehr, sehr schön. Schön gemacht. Nein! Oh mein Gott! Nein! 1:2. Ah, hat er sich verdient. So schwach von mir, wie ich... Ja, es war einfach schwach von mir. Ich muss mir echt schon überlegen, ob ich nicht schon langsam den Verteidigern hinten bleiben bei Angriff gebe. N'Golo. Ronaldinho! Komm, Ronny. Nein, doch! Mann! Ja, 1:3, oder? Ja! 1:3 Hattrick! Wow, ich habe mir im letzten Moment habe ich mir gedacht, soll ich nochmal abpassen, aber wenn Ronaldinho schon so frei ist, ich muss diesen Treffer mit Ronaldinho machen. 120.000 Coins ist, ja, es geht, aber ein Spieler würde sich jetzt schon ausgehen, den ich mir gerade im Kopf vorstelle. Abfahrt, meine Besten. 1:3 Hattrick Ronaldinho. Er geht einfach unnormal ab. Okay, Leute, 1:3. Ich habe jetzt nicht alles reingeschnitten, höchstwahrscheinlich, aber es hätte gut und gern noch ein Tor für mich mehr sein dürfen müssen. Aber ich weiß nicht, irgendwie, ja, komisch, Leggy, aber ihr kennt den ganzen Hasen. Machen wir am besten weiter. Komm, komm, komm. Komm! 1:4! Da dreht er am Rad, oder wie das heißt. Einfach mal rundherum, Alter. Mit dem Time Finish, ich bin so sicher, das ist so gut. Zum Glück habe ich es von Anfang an gelernt. Boom, abgefälscht auch noch. 1:4. Oh oh. Oh, Torhüter bewegt. Oh, meine Verteidiger. Oh mein Gott, ich muss unbedingt meine Verteidiger upgraden, Leute. Ich muss unbedingt upgraden. Ich muss mir jetzt Gedanken machen. So, Spieler bewegen. Ja, ich meinte Torwart bewegen. Das geht immer fit. Ich muss aber trotz allem sagen, das ist ein richtig schwaches Spiel von mir. Hasard ist irgendwie, ich weiß nicht, bis auf das eine Tor komplett abgemeldet. Aber vielleicht ändert sich's. Nee, nicht wirklich. Bitte ein Tor noch. Kanté, war das Abseits? War das Abseits? Oh, was? Ja, okay, er ist nicht gerade als Torjäger bekannt. Zwei zu vier. Alter, so schwach. Ein Eigentor. Ja, nein. Ja, 2:5. Anstoßtreffer. Trotzdem, 5 Tore geschossen. Ich bin absolut unzufrieden, ne? Ich bin, boah, es gab schon bessere Spiele. Ich fühle mich heute offensiv richtig schwach. Damit endet das Spiel 2:5. Gegner war echt stark, muss man schon sagen. Aber nochmal meine Chancenverwertung, die war... Boah, sowas von broke. Ich glaube, es ist echt Zeit, noch den dritten offensiven Spieler reinzubauen und jetzt noch den Innenverteidiger. Aber je nachdem, wie sich das mit den Coins ausgeht, wir werden mal schauen, ne? Es ist immer so belastend, Leute. Man schießt 5 Tore, man hat trotzdem nur 150k. Bitter. Egal. Weitermachen. Nächste Runde. So, my friends, nochmal ganz kurz den Stat-Proof. 297 Spiele. Und ja, nächstes Spiel. Aber davor noch der Vertragverlängerung. Abfahrt. So, der zweite Gegner. LOL. Come on, was hast du für ein Team? Oh, my lord. Mandzukic, Alter. Mandzukic, da weiß ich, der ist sehr, sehr gefährlich. Benedeschi, Sokrates, Bellerin. Okay, Leute, stabiles Gegnerteam. Ich werde mein Bestes geben. Wir sind gerade mal bei 150k. Wir brauchen Münzen, wir brauchen Tore, wir brauchen einen Sieg. Let's go. Und da ist er schon, Hazard nach hinten. Jo, nein, oh mein Gott. Ronny, was machst du? Oh, ja, come on, bitte nicht quitten. Bitte nicht quitten. Let's go, das sind viel zu wenig Coins. Das sind 280.000 Coins, glaube ich, wenn er jetzt quittet. Er quittet wirklich.
280.000 Coins. Ich weiß gar nicht, was ich mir mit 280.000 Coins holen soll. Das ist jetzt echt bitter. Wen soll ich mir holen mit 280.000 Coins? Alter, da brauche ich jetzt echt nochmal einen Moment nachzudenken. Um nachzudenken, sagen wir so. Hier ist das Starproof 298 Spiele. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll. Außer, dass doch gerne mal den Daumen nach oben hier. Ja, ich muss jetzt nachdenken. Ich mache mir jetzt was zu essen. Ich breche mal die Aufnahme bis jetzt mal ab. Und vergiss nicht, die 3000 Kommentare zu sprengen. Ich hoffe, ja, wir schaffen das, ne, Leute? Wir sehen uns in der Powerswahl wieder. Bis gleich. Ja, Leute, ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht, weil, ja, die Coins-Ausbeute hätte mehr sein können. Aber sei so. Tut mir leid, dass ich heute mit weniger Special Effects und so weiter gearbeitet habe, aber die Zeit aufgrund der Serverprobleme, ich hatte echt wenig Zeit, weil mein Video war für heute geplant. Aber nächstes Mal wird wieder alles besser. Und ja, aufgrund der geringen Coins-Anzahl stelle ich euch diese 5 Spieler vor. In der Kommentarfunktion gibt es Spieler 1, Spieler 2, Spieler 3 und Spieler 5. Liked einfach eines davon hoch. Und ja, vielleicht schaffen wir heute mal einen Kommentarrekord mit über 3000. Schreibt mir gerne rein, für welchen Spieler ihr euch entschieden habt. Lasst ein bisschen Feedback da. Muntert mich auf nach diesen wenig Münzen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Gebt gerne den Daumen nach oben. Solltet ihr neu sein, hinterlässt gerne ein Abo. Vielen, vielen Dank. Die nächste Folge kommt bereits am Dienstag. Macht es gut, meine Besten. Ciao, ciao.